Das Wetter ist ja wie eine Wundertüte. Eben war Flaute, dann war plötzlich wieder ganz starker Wind. Und jetzt habe ich so 20 Knoten von Achtern. Ich laufe vor dem Wind, nur unter Genua. Bielewind macht 6 bis 7 Knoten Fahrt. Wenn es so weitergeht, bin ich heute Abend glücklich auf Anholt angekommen. 2019 war mein skandinavischer Sommer. Die Reise der Bielewind führte mich bis ganz hoch in den Norden in die schwedischen Schären. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marsstrand segel. Erlebe die Strandung der Bielewind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Schären. Gute Navigation ist hier unerlässlich, um zwischen den vielen Inseln und Riffs einen Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Zweiter Teil meines Reiseberichts. Ich lag inzwischen auf Samsö im kleinen Naturhafen Langmöhr und wetterte eine Kaltfront ab. Und auch morgen 6:30, ich laufe wieder aus, soll bis Grenö gehen. Eventuell, je nachdem wie das Wetter dann ist, mache ich auch weiter bis Anholt. Grenö sollte ich gegen Mittag erreicht haben. Falls das mich juckt und das Wetter gut ist, bis Anholt ist dann nochmal bis Abend die doppelte Länge. Aber ich bin für beides gerüstet. Wegen den Unwetter gestern Abend und weil ich auch nicht weiß, wie es heute weitergeht, habe ich erstmal schon mal Ref 1 eingebunden. Navigiere mich hier wieder durch das enge Fahrwasser raus. Ja, und dann werde ich gleich danach auch die Genua setzen und dann werde ich auch wieder gut Fahrt machen. Boah, jetzt erstmal das Einsegel bedienen ausreichend, weil ich wieder schauen muss, dass ich die richtigen Marken treffe, damit ich hier durch die Kanäle rauskomme. Ist ja doch für mich ein unbekanntes Gewässer. Ja, mit bisschen Glück kommt sogar noch ein klein wenig die Sonne durch. Ist aber ziemlich diesig und verhangen. Also nichts für depressive Menschen. Aber das bin ich ja nicht. Schade, der schöne Segelwind, mit dem ich heute Morgen 7 gestartet bin, der ist langsam eingeschlafen. Was übrig bleibt, ist so ein Vorwindkurs, ziemlich bleiernd. Ich muss Schmetterling segeln und höllisch aufpassen auf die Segelstellung. Schön Bullenständer gesetzt, damit mich dauernd der Baum überkommt, weil doch noch eine sehr torkelnde See ist. 10 Uhr, auf dem Weg nach Grenö oder nach Anholt, so ganz habe ich mich noch nicht entscheiden können. Eben hat es gerade wieder nach der kleinen Flaute aufgebriest, kam wieder mit 20 Knoten. Hab gerade die Insel Helm oder wie auch immer sie heißt, passiert. Juhu, 7,6 Knoten. Schweden, ich komme! Nun gut, ich hatte fast 2 Knoten mit laufendem Strom. Aber das wurde mir erst auf der Rücktour so richtig bewusst, als es dauernd gegen anging. Die See nimmt immer mehr zu. Der Wind soll nachher auch noch auffrischen. Es kam gerade Starkwindwarnung. Ich habe beschlossen, jetzt doch in Grenö einzulaufen. Dort den Nachmittag zu verbringen und morgen Vormittag dann in Ruhe bei etwas weniger Wind nach Anholt zu segeln. Man muss das ja nicht übers Knie brechen und heute Abend 7 oder 8 da anzukommen und da ist irgendwie sonst was für ein Sturm, so ähnlich wie gestern, das brauche ich nicht. Mich hetzt ja keiner. Der Plan war gut, hat aber leider doch nichts genützt.
Gerade im Augenblick, als ich im Hafen anlegen wollte, ging der Wolkenbruch los und ich wurde pitschnass von oben bis unten wie ein Pudel. Die Marina selber war ziemlich langweilig anzuschauen und 5 Kilometer weit von der Stadt Grenny weg. Meine Stimmung erreichte einen Tiefpunkt. Schade, dass Arnold heute nicht geklappt hat, aber war besser so. Ab 2 fing es an zu schiffen und zu stürmen wie ohne Ende aus Kübeln. Das hätte keinen Spaß mehr gemacht, dann auf dem Teich zu sein. Da hocke ich lieber hier in Grenny. Hier ist allerdings Fuchs und Hase begraben. Lohnt sich nicht, diesen Hafen anzulaufen. 8 Uhr morgens, den wirklich sehr unromantischen Hafen Grenny habe ich jetzt verlassen. Jetzt geht's rüber, die 28 Meilen nach Anholt. Noch ist der Wind und die See ruhig. Zum Nachmittag ist schon wieder ein Schlechtwettergebiet mit Starkwind angesagt. Und ich hoffe, wieder mal rechtzeitig vorher da zu sein. Um nicht wieder pitschnass zu werden wie gestern, habe ich auch gleich mal das Ölzeug angezogen. Irgendwie traue ich dem Wetter hier im Kattegat nicht mehr. Kurs Anholt liegt an. Es zieht sich langsam zu, fängt an zu nieseln. Naja, so sitze ich hier an der Pinne, halt meinen Kurs, habe wieder viel Zeit nachzudenken. Trübes Wetter, trübe Stimmung kommt auf. Der alte Mann und das Meer. Man überlegt sich ja doch, was soll so noch passieren, was für Pläne hat man noch im Leben. 5 Jahre muss ich noch arbeiten, dann bin ich los, durch mit der Geschichte. Ja, und was kommt dann? Eigentlich war dann ja Reisen angedacht. Am besten mit der Frau. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Weg ist sie. Fährt lieber Wohnmobil, als mit dem Schiff zu segeln. Naja, so ist das halt im Leben. Es ist wie beim Segeln. Die Richtung des Windes kann man nicht bestimmen. Nur die richtigen Segel setzen und versuchen, gut Kurs zu halten. Tja, philosophisch so ein Boot. Tja, nun war es das mit dem Segeln auch schon wieder. Der Wind schläft immer mehr ein. Stattdessen steht hier irgendwie eine ziemlich kabbelige alte See, auch noch aus unterschiedlichen Richtungen. Ich habe die Maschine angemacht, das Segel eingeholt. Hat ja keinen Sinn mehr. Es sind noch ungefähr 10 Seemeilen bis Anholt. Kann es schon gut sehen. Aber hier jetzt 4-5 Stunden lang rumdumpeln und am Horizont kündigen sich schon wieder die nächsten Gewitter- und Regengebiete an. Nö, das muss nicht sein. Da spendiere ich mir jetzt lieber 2 Liter Diesel und nachher nochmal 2 Liter Bier. Genau, dann behalte ich auch gute Laune, statt hier auf dem See vor mich hin zu wackeln. Die Biedewind motorte auf Anholt zu und ich hatte alle Hände voll zu tun, mich in der kabbeligen See auf der schwankenden Biedewind festzuhalten. Es galt, vor der Regenfront anzukommen. Tja, dichter konnte man hier nicht anlegen. Der Hafen ist gerammelt voll. Super, das hatte gerade noch geklappt. Jetzt zieht die Kaltfront ran, es fängt an wieder aufzubriesen, der Seegang nimmt zu. Aber ich bin sicher im Hafen und habe hier tatsächlich noch einen Platz gekriegt. Wie geil ist das denn? Die liegen hier schon in zweiter Reihe. Die Boote machen teilweise 8 am anderen Boot fest und halten sich von hinten mit Heckbojen. Ja. Und ich liege hier fast auf dem Schied und kann nur hoffen, dass kein ablaufend Wasser ist. Ansonsten mal schauen, wie ich hier morgen wegkomme. Ich liege wirklich fast in der Kaimauer. Fast auf dem Grund. Gut, wenn man nur 1,40 Tiefgang hat. Tja, so, ich bin im Kattegat, mitten auf dem Teich. Das ist doch schon mal das erste Etappenziel auf meiner Reise nach Schweden. Draußen saut es und der Wind pfeift, aber an Bord der Biedewind wird gekocht. Es gibt frische Champignons mit Käse überbacken, dann Sahnesoße
Häschen, ja. So. Ein Glas Wein gehört natürlich auch schon beim Kochen dazu. Und der Rest kommt dann an die Pilze. Skoll. Ja, ein edler Tropfen auf einem schönen Schiff. Das Kochen mit so einem Petroleumkocher ist ja immer etwas speziell. Aber wenn man es erstmal raus hat, dann läuft es hervorragend. Draußen heult der Wind ums Kattegat. Aber ich habe Pilze mit Käse überbacken und Rotweinsoße. Lecker! Den ganzen Abend heulte der Wind in den Wanden und in den Masten. Die drei Kneipen im Ort waren gerammelt voll von Seglern, die sich aufgrund der schlechten Wetterlage schon seit Tagen haben einwehen lassen. Es war der 22. Juli, Hochsommer. Doch ich hatte das Gefühl, in einem Oktobersturm festzusitzen. Ja, das war dann doch noch eine Menge Aufregung. Heute Morgen um 8 wollte ich von Anholt los. Der Wind ist ja ein bisschen abgeflaut. Wir haben jetzt nur noch 4 Windstärken. West-Südwest. Heute Nacht hat es ja noch ordentlich gebriest. Und wie zu erwarten, ist die Biedewind tatsächlich schwierig da wieder vom Grund runtergekommen. Ich musste ganz schöne Leinenarbeit leisten. Aber dann ging es los und jetzt habe ich langsam auch wieder eine ruhige, stabile Situation auf dem Boot. Eben musste ich hier noch durch so einen Riff durch. Jetzt habe ich das freie Wasser erreicht. Hab im großen Reff drin und auch die Genua habe ich verkleinert. Kann jetzt ganz entspannt mit 5,5 Knoten laufen. Schau mal, wie sich die Situation weiterentwickelt. Gegen Mittag soll es noch mal kurz ein bisschen mehr Wind werden. So in Richtung 18, 20 Knoten. Und dann soll es abflauen. Ja, und dann sollen 4 Tage lang nichts als Sonne und Flaute kommen. Und ich hoffe dann ja schon in den Schären zu sein. In Deutschland kommt Hitzewelle. Und ich werde dann schön so bei 20 Grad zwischen den Schären cruisen und baden gehen. Jetzt habe ich eine Strecke von, boah, weiß nicht, so 44 Seemeilen vor mir. Aber da es jetzt ja 9 Uhr ist, habe ich ja noch Zeit genug. Kann da also locker hinsegeln bei diesem Wind. Wenn er nachlässt, vergrößere ich die Segelfläche. Sollte er doch wieder erwarten zunehmen, verkleinern kann ich ja auch immer. Perfekt. Ja, ich bin ganz schön durchgeschwitzt. Aufregend war das. Aber irgendwie spannend. Ich freue mich. Das wird eine tolle Segeltour. Anholt schon am Horizont, schwach nur noch zu erkennen im Hintergrund. Und voraus geht es in die schwedischen Schären. Cool, inzwischen kommt die Sonne raus und ich cruise hier quer übers Kattegat, immer Kurs Nord. Genial. So kann das ja stundenlang weitergehen. Ich bin begeistert. Einfach nur entspanntes Segeln, Meer, Sonne und Wind genießen. Ich habe mich inzwischen auch schon umgezogen, die durchgeschwitzten Ölsachen ausgezogen. Sind ja über 25 Jahre alt, nicht klimaaktiv. Habe jetzt kurze Hose und eine Strickjacke an. Und eine Pudelmütze auf, weil der Wind ist schon noch kalt. Urlaubssegeln auf dem Kattegat. Hochkonzentriertes Aufpassen in dieser kappligen See. Noch bin ich in dänischen Gewässern. Denk mal, in 2-3 Stunden, wenn ich den, wie heißt denn das, glaube ich, hier T-Weg erreicht habe,
Das heißt, da kommt wieder so ein Tiefwasserweg. Die sind hier einfach alle einfallslos durchbuchstabiert worden. Da ist dann die dänisch-schwedische Grenze. Ja, und dann werde ich umflacken müssen, weil ich habe noch die dänische Gastlandflagge. Und nachher brauche ich dann ja wohl die schwedische. Aber jetzt erstmal das Segeln genießen. Ja, das war's mit Segeln. Nach knapp 25 Seemeilen war der Wind aus. Und da ich noch 20 Seemeilen vor mir habe, ist jetzt die Maschine an. Ich will ja auf meiner Schäre noch irgendwie vor 6 Uhr ankommen und vielleicht noch gemütlich baden gehen können oder das Schlauchboot aufblasen. Was auch immer. Auf jeden Fall will ich dann nicht abends um 9 vollkommen genervt ankommen, weil ich hier nur noch mit 2 Seemeilen auf dem Wasser dümpe und in der alten Welle schlagen nur die Segel. Also ich denke mal, das war okay so. Die ersten 25 Seemeilen haben Spaß gemacht und jetzt wird einfach motort. Ja, und der schwedische Sommer beginnt. Wie man sieht, ich werde immer leichter bekleidet. Die Sonne brutzelt, jetzt wird es heiß. Perfekt. Der Kühlschrank läuft auch. Nachher gibt es ein kaltes Bier und der Maschine kann ich den hier anschalten. Leider noch kein Land in Sicht. Gut, ist aber auch sehr diesig. Ich hatte gerade den Tiefwasserweg passiert. Da hat sich die Funke mit dem AIS-System doch sehr bemerkbar gemacht. Ich hatte die eingeschaltet, sodass die mich immer rechtzeitig warnt, wenn ein Tanker kommt. Schon lange bevor ich die Tanker ausmachen und sehen konnte, hat sie mir dann eben gesagt, okay, da kommt gleich was, hast noch eine Viertelstunde Zeit. Ja, das ist sehr entspannt. Fast hätte ich ja das Allerwichtigste vergessen. Inzwischen habe ich oben auch schon die schwedische Gastlandflagge, denn inzwischen befinde ich mich in schwedischen Hoheitsgewässern. Leider sieht das ein bisschen traurig aus, wie mein schwedischer Bümpel da oben im in der Saling hängt. Das gibt ja nicht so richtig viel her. Vielleicht ein andermal. Nach dem Passieren des Tiefwassergebietes habe ich es mir ja erstmal im Schatten gemütlich gemacht. Es wird langsam einfach zu heiß hinten im Cockpit. Die Sonne brezelt einen ganzen Tag auf dem Kopf. Das brauche ich nicht. Hier ist jetzt ein angenehmer kleiner Wind. Und das Boot schaukelt mich munter vor sich hin. Tja, soweit ich gucken kann, nichts. Mitten auf dem Kattegat. Das letzte Drittel des Weges. Jetzt wird motort. Und ich fühle mich wieder wie als kleiner Junge, als ich immer Raumschiff Enterprise guckte. Auf den Weg in neue, unentdeckte Gebiete. Ja, so machen wir. Landfall in Schweden ist jetzt 5:30. Auf der Steuerbordseite befindet sich der Kubakafjord, in dem sich die kleine Insel Vindö befindet. Das war mit einer der Gründe im Winter, weshalb ich in die schwedischen Schären segeln wollte. Ich wollte doch mal wissen, was das für eine Vindö-Insel ist, wo ich doch an die Vindö segel. Nun ja, es wird mich überraschen, es ist vermutlich einfach nur ein Steinsbrocken, aber egal. Backbord von mir befindet sich die Insel Malö. Und dazwischen ist die Einfahrt in Malöham. Und das ist so eine kleine geschützte Bucht, wo ich hoffe, heute Abend einen schönen Ankerplatz zu finden und die Nacht zu verbringen. Die Einfahrt in den Malönham, schon markiert von einigen Seglern. Prima, toll in Schweden angekommen, hab gerade Anker geworfen, liegt jetzt hier stillgeschützt in einer Bucht. Wie man an der Schere festmacht, weiß ich nämlich noch nicht. Irgendwie muss ich meinen Heckanker da wohl erst klar machen. Und irgendwelche Nägel, die ich da in die Felsen reinrammen kann, habe ich nicht. Und ich habe hier nirgendwo welche entdeckt, die frei waren, wo ich mich hätte festmachen können. Auch brauche ich dann wohl längere Vorderleinen. Also da muss ich noch einiges umtüdeln, bis ich da den Bogen raus habe. Na, wie egal. Jetzt wird erstmal ein Bier losgemacht.
Dann schaue ich mal, ob ich Schlauch hier aufblase. Das wird ja wohl die nächsten zwei Wochen immer hinterher schaukeln können, weil ich jetzt nur noch kurze Etappen mache. Ja, eigentlich wollte ich baden, aber hier ist alles voller Feuerquallen. Mir juckt schon alles, weil ich die Ankerkette einmal wieder hochgeholt hat und da angefasst hat und da hingen diese ganzen Fasern dran, die sich da dann verheddert hatten, die blöden Quallen. Das ist ein bisschen doof. Na gut, sei es drum. Schlauch hier auf jeden Fall ist erstmal eine lösbare Aufgabe. Tja, die blöden Quallen machten mir einen Strich durch die Rechnung. Meine schöne Badebucht. Es setzte Strom in der Bucht und irgendwie hatten die ganzen Quallen nichts Besseres zu tun, als Harakiri in meiner Ankerkette zu machen. Von oben bis unten war sie voll mit den Brennnesseln der Quallen. Na gut. So habe ich den Schlauchboot klar gemacht, bin an Land gepaddelt, habe dort die schöne Aussicht auf die Biedewind genossen und habe die Drohne fliegen lassen. Zurück beim Boot bereitete ich mir ein köstliches Mahl. Samsekartoffeln mit Schweinefilets. Ich genoss die herrliche Aussicht und die Abendstimmung. Ich war angekommen, endlich in den Schären nach all dem Schiedwetter und der langen Segelei. Frühmorgens schon vor fünf ging die Sonne auf und es bot sich mir ein grandioser Anblick. Ich konnte es kaum erwarten, wieder loszusegeln in die Schärenlandschaft bei herrlichem strahlenden Sonnenschein. Und wenn auch du darauf genauso neugierig bist, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, mir ein Like schenken und gespannt sein auf die weiteren Abenteuer der Biedewind in der schwedischen Schärenlandschaft.